So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Project Zero 5 oder Fatal Frame 5, Priesterin des Schwarzen Wassers. Das letzte Mal hatten wir das Intermezzo mit Yuri abgeschlossen, wo wir ein paar Informationen über Hisoka zurückverfolgen, da wir sie bei unserem letzten Versuch, wo wir eigentlich Himino suchen mussten, ebenfalls nicht gefunden hatten. Und ich würde mal sagen, mehr gibt's darüber nicht zu sagen. Im Intermezzo haben wir es natürlich wieder erneut auf den Weg gemacht oder uns eher vorbereitet, wieder nach Hisoka zu suchen. Und Haruka natürlich auch, musste ich gerade wieder verstehen. Ups. Und ja, dann würde ich mal sagen, Filter Tropfen, here we go. Fuyui hatte nach ihrer Freundin gesucht, ein Mädchen namens Haruka Momose. Yuri findet ein Foto von Haruka in Hisokas Schreibtisch und folgt ihr ihre Spur, die sie zurück auf dem Hikami-Berg führt. Also dann ein zweites Mal zurück zum Berg und hoffen wir mal, dass wir nichts verkacken werden. Aber ich hätte nichts gegen ein paar reinige Glute. Nicht, dass wir wieder auf etwas Dummes zurückstoßen, worauf ich keinen Bock habe. Von daher, so. Vierter Tropfen, Lockruf, Yuri Kosukata. Nachdem sie die Akte einer vermissten Person auf Hisokas Tisch findet, weiß Yuri, dass Hisoka sich auf die Suche nach Haruka Momose begeben hat. Dabei erinnert sie sich an Fuyuis Worte, als die zwei am Schrein der Puppen vorbeigegangen sind. Haruka ist hier. Boah, nee, ich muss jetzt in diesen Puppenhaus rein? Oh Gott. Mit ihrer Erkenntnis macht sich Yuri auf zum Schrein der Puppen. Sie hofft, mit diesem Hinweis Haruka ausfindig zu machen und so mehr über Hisokas Aufenthaltsort zu erfahren. Alright then. Haruka Momose. Das ist das Mädchen, nach dem Fuyu gesucht hat. Hisoka muss versucht haben, sie zu finden. Also dann würde ich mal sagen, wenn halt nichts Unnötiges im Weg steht, muss mal wieder kurz alles überprüfen, habe ich alles dabei. Welche Filmtypen? Ja, ich denke, wir sind mit unseren momentanen Sachen gut gerüstet. Und wie es wohl aussieht, sind wir auch gerade instant nach oben gegangen, also würde ich mal sagen. Okay. Dann laufen wir einfach mal. Ja, stimmt. Ja, ich würde mal. Ja, eigentlich gibt es da nichts viel herauszufinden. Wir sollten trotzdem nochmal Ausschau auf die ganzen Sachen da haben. Man weiß ja natürlich nie, was passiert. Also zurück zum Schrein. Und gleichzeitig noch Ausschau nach ein paar speziellen Fotos, die ich nicht durch das hässliche Timing wieder verpassen möchte. Ich habe das Gefühl, ich muss mich umdrehen. Na, was geht denn? Wie sehe ich ihn doch wenigstens an? Okay. Nun. Ja. Komm mir noch mal ein bisschen nah. Yeah! Stirb! Ich habe diesmal bessere Vorbereitung als je zuvor. Ich habe sogar mir noch. Ah! Die Lebensbalkenliste ist auch diesmal drauf. Sehr schön. Nächstes wurde das auch auf diese Kamera übertragen. Wäre ein bisschen unpraktisch, das nicht zu wissen. Ach ja. Komm her. Attackier mich. Ich möchte dich kurz vernichtet haben. Du weißt, du willst mich vernichten. Also komm her, du kleiner Geist. Na toll. Jetzt. Na los. Ich will dir nicht zu nahe kommen. Danke. Wenigstens hast du auf mein Timing gewartet. So, ich hätte jetzt gerne deine Vision. So, damit haben wir uns mal wieder genug Punkte gesammelt. Oh, apropos Punkte. Wo war nochmal der Knopf zum Menü? Danke. Ich wollte ja eigentlich unsere Kamera auch mal ein bisschen optimieren hier. Ich meine, guckt euch die Punktzahl an, die wir haben. Wir könnten eigentlich den Auflader erhöhen, den Sensor verbessern. Leistungspotenzial für Kameraskrümmer, wodurch die Schatten dadurch erhöht wird. Oder eine Absorption. Ja, ich denke, wir nehmen erstmal Absorption. Ja, so viel zu unserer Optimierung. Wir haben gerade alles verbraucht. Ach so, ja, stimmt, okay. Unsere Aufrüstung ist hier und jetzt schon. Man hätte noch was optimieren können, oder? Man könnte noch was optimieren.
Ah, habe ich mich schon mal gehört. Okay, gut. Wir haben jetzt unsere Kamera ein bisschen verbessert. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Aber ich möchte trotzdem Ausschau halten. Das ist doch der richtige Weg diesmal, oder? Ja. Nicht, dass es jetzt irgendwie so eine spezielle Abkürzung über so etwas gibt, was mich selber verwundern würde. Ach ja. Befindet sich da hinten was? Na, was geht, Haruka? Warum erscheint sie erst jetzt da? Wobei, sie hat da sogar was liegen gelassen. Okay. Was hat sie denn da liegen gelassen? Eine wichtige Notiz, die wir vielleicht bei unserem zweiten Kapitelgang verpasst hatten? Ja, scheinbar. Hier ist eine durchnässte Notiz. Darauf ist eine kleine und weibliche Handschrift zu erkennen. Eine kleine und weibliche, wow. Ich hörte Wasser rauschen, als ich aufgewacht bin. Soll ich weitergehen oder ist es an der Zeit umzukehren? Es gibt kein Zurück mehr. Nicht, wenn ich Fuyui jemals wiedersehen will. Oh. Okay. Na dann. Was hat das... Wisst ihr... Darauf bin ich nicht prepared gewesen. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Jetzt ernsthaft, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte das Ding gesehen, aber ich dachte, es wäre eher so hinter mir oder über mir oder halt so eher in dieser Höhle. Achso, das ist das Item. Ich wollte gerade wieder sagen, es ist wieder hinter mir. Gut. Natürlich wieder eine heilende Kraut. Was mich manchmal wundert ist, warum tauchen die Hände so gut wie nie auf? Na, Suizidkommando da oben? Nicht? Schade eigentlich. Ich war sogar diesmal vorbereitet. Im Gegensatz zu anderen Dingen. Okay, ja, es geht wieder natürlich da oben, aber vielleicht verbirgt sich hier wieder was. Oder sowas. Die Straße ist von Erde... Ah ja, Moment, das hatten wir schon mal gehabt. Okay, das heißt, hier gibt es nichts zu sehen, actually. Also gehen wir einfach weiter. Aber ich sollte wahrscheinlich nicht die ganze Zeit so rennen, außer ich weiß, wann es dafür Zeit ist. Gut, natürlich geht es wieder weiter oben. Und... So gut ich jetzt weiß, sollten wir eigentlich... Moment. Das Wasser überqueren. Dann eigentlich zum unergründlichen Wald gehen. Oder zum Pfad in diesem Fall. Und dann haben wir es. Aber wir sind gleich wieder bei dem Wasserpfad, wo wir die Kamera entdeckt hatten. Also da, wo angeblich Hisokas Spur irgendwie geendet hat. Aber wobei, nein. Die Kamera hat mir sogar irgendwie viel später gefunden. Hä? Lass mich raten. Du bist das, was ich gesucht habe. Ja, Reinigung des Gluts. Bin so glücklich. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Und da ist nichts versteckt. It looks like. Gut. Na gut. Dann zurück ins Wasser. Wo auf jeden Fall wieder eine verstorbene Seele oder so aufkreuzen wird. Ja. Hab dich. Auch wenn das... Wehmütige Priesterin. Auch wenn die Perspektive nicht gerade so weit ist. Aber sie hat was liegen gelassen. Interesting. Haben wir hier noch was? Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass da gleich eine verstorbene Seele wieder auftaucht. Ich mein's ernst. Kann ich das problemlos aufheben, ohne mich schlecht zu fühlen? Darf ich? Eine Notiz unter Wasser. Ich glaube, die kann ich nie mehr lesen. Eine Notiz liegt im Wasser. Vielleicht ist sie von Haruka. Ich glaube nicht, dass man sie noch lesen kann. Wie kann man eine nasse Notiz lesen? Ach, egal. Ich bin wegen dem Sonnenuntergang hierher gekommen. Mir sind fast die Tränen gekommen, weil er so wunderschön war. Ich erinnere mich an den Sonnenuntergang, den ich gesehen habe, als ich überlebte. Die Sonne sank in den Berg hinab. Ich musste einfach herkommen und mir das Ganze ansehen. Mit dem Wasser des Berges zu verschmelzen, fühlt sich natürlich an. Es fühlt sich richtig an. Die anderen sagen mir, dass ich es tun soll. Diejenigen, die nicht überlebt haben. Der Sonnenuntergang rückt näher. Oder vielleicht bin ich es, die näher an ihm sein will. Hey! Wie seid ihr plötzlich hier? Was? Warte, die haben nicht an mein Vettelframe reagiert, oder? Geht doch sterben! Das ist so ein merkwürdiges Gefühl bei der Sache. Sollte vielleicht zu einer besseren Filmrolle wechseln.
Ja, da seid ihr. Kommt mal her. Ich muss mal... So. Ja. Kommt man nochmal... Ich glaube, die ist tot, oder? Nein. Ich glaube nicht, dass ich eure Vision kriege, oder? Hey? Warte, sterben die überhaupt? Alter, doch, doch, die sterben. Okay, die Lebenslast ist sehr gering. Na komm. Na komm. Mach irgendwas. Hier, ich komme dir sogar nahe. Ey. Du willst mich schon fett rollen, oder? Nimm mal das. Ja, war sehr grandios von mir. Wo zum Teufel gehst du hin? Oh. Stirb. Ich hab sie down. Kriege ich vielleicht noch eine Vision von dir? Oder ist sie noch... Ja. Ich hätte gerne deine Vision und den Grund bitte, was du angestellt hast. Das ist doch dieser Gastwirt da gewesen, oder? Ich wag's doch zu behaupten. Ich meine, wir haben ja die ganze Geschichte deswegen ja durchgelesen und... Interessant, dass das wieder zurück aufgerufen werden musste. Auch wenn meine Erinnerungen ein bisschen vage sind, aber ich kann mir nicht jedes Detail sofort instant einprägen. Aber ich wage es zu behaupten, dass es das darstellen sollte, was worüber wir schon gelesen hatten. Neuer Suizidkommando? Oder befindet sich er unten? Vom Felsau, kann man in Gebiet ist. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Nein, du denkst wohl auch, dass du mich da runterwerfen kannst? Geh aber auch mal kurz weg. Es war irgendwie klar, dass du was von mir willst. Warte, ist die oben? Oh! Du bist das! Jetzt erinnere ich mich wieder an dich. Du bist diejenige, die mich wahnsinnig gemacht hat, als du das erste Mal aufgetaucht bist. Möchte gern Suizidkommando. Jetzt gehst du auf mich los. Ei. Aber wie soll ich das bitte so schnell wie möglich hinter mich bringen? Die sollte gleich runterspringen, oder? Oder? Nein, sie ist da hinten. Hey. Manchmal kostet es mich an, dass ich sie nicht anvisieren kann. Hey. Suizid, Girl. Ich bin hier. Ja, ja. Was? Ja, genau, ich hab dich doch getroffen. Meine Fresse. Ja, genau. Alter, die macht doch einem wahnsinnig. Hier, warte. Das kann ich so nicht akzeptieren. Bäh. Gut, aufstehen. Aufstehen. Nein! Ist gut! Ja, ist gut! Nein! Alter! Nein! Ist doch gut! Alter, ich muss sofort abhauen. Alter, die macht mich gerade ziemlich wahnsinnig hier. Ich will doch nur wissen, wie viel Leben sie hat. Ich kann sie noch nicht einmal anvisieren.
Muss sofort hier weg. Ja. Ja, geh einfach weg. Ich weiß, dass du gleich down bist. Oder bist du schon down? Nein, anscheinend nicht. Oder sie stirbt jetzt gleich. Hä? Aber ich hab sie doch getroffen. Wieso geht das nicht? Es kotzt mich würdig an. Seht ihr? Ich kann sie würdig nicht anvisieren. Was ist das für ein Beschiss? Hallo? Verwirrtes Mädel, das jetzt einfach mal meint, durch die Wand gehen zu müssen. Ist doch voll logisch, weil du da hinten auch alles sehen kannst, genau. Mein Gott, komm doch mal wenigstens raus. Sie vergeudet echt hier gerade meine wertvolle Zeit. Aha. Ja, ich bin hier. Greif mich an. Falls dir dein Leben noch lieb ist. Ich glaube, ich habe sie down gemacht. Nein, schau mal nicht. Also, ist sie jetzt down? Ich mag das Suizid-Girl einfach nicht. Ich mag sie nicht. So richtig eklig. Ich möchte aber nur zum unergründlichen Wald gehen, bitte. Oder zum Pfad, wenn schon. Die Straße teilt sich hier. Die Pflanzen sehen etwas anders aus als die unter dem Becken. Ich muss in der Nähe des unergründlichen Walds sein. No shit, Sherlock. Ja. Ich würde mal sagen, der Weg war ja eigentlich rechts. Aber ich gucke dann gleich nochmal links nach. Es gab ja sowieso auch dazwischen noch einen Weg. Ja, da konnte man durch. Ja, genau deswegen. Weil da eine Notiz. Oder nein, das sah aus wie eine Notiz. Aber es ist ein Film. Nein! Meine Fresse, geh doch weg, du Kackhand. Es war zwar schön, dich wiedergesehen zu haben, aber das war ein bisschen unnötig. Warum kann ich nicht einfach so standard zurückziehen? Danke für die Filmrolle. Hat wirklich gut getan. Haben wir auf der linken Seite eigentlich noch was? Irgendeine Notiz? Irgendetwas, was ich wissen sollte? Like always, aber auf der linken Seite wieder nichts. Also gehen wir einfach in den Wald da hinein. So. Und weg hier. Na dann. Hat sich auf der Karte was verändert? Seit unserem letzten Besuch hier. Der Schrein müsste da oben sein. Jo. Also haben wir nicht so viel. Okay, eigentlich schon, wenn schon wieder so eine Suizidkommando-Tusse wieder herkommt, könnte das doch ein bisschen brenzlig werden. Es war ein Item? Nein. Oh. Ja, eigentlich brauchen wir ja die Schattenwahrnehmung dafür eigentlich nicht. Mag ich mal zu behaupten. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen still, dafür entschuldige ich mich. Es ist manchmal interessant, was sich hier so alles abspielt. Wie gesagt, ich bin auch selbst ein bisschen neugierig, was das geht. Und wir alle schmelzen ihn fort. Kann das sein, dass sie süchtig nach Wasser geworden ist? Ich meine, sie redet von verschmelzen, wegschmelzen. Priesterin, die im Fluss trieb. Ich wollte gerade sagen, das ist doch kein Stein oder sowas. Mein Gott! Gebt mir die Kräutermedizin. Dankeschön. Na, kommt jetzt gleich wieder so ein Viech, das meint, mich ins Wasser schubsen zu wollen? Nein, scheinbar nicht. Sehr schön. Okay, dann, das ist der richtige Weg, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, kann mich nicht erinnern, hier jemals diesen Weg gewählt zu haben. Ach ja, bin mal gespannt, was wir jetzt in dieser großen Waldfläche schon wieder alles finden. Ja, wir erinnern uns ja natürlich noch so an die letzten Informationen, die wir gefunden haben. Beispielsweise über den einen Camper da hinten, der auf die Priesterin gewartet hat. Da ist ein Item sogar. Da unten auch. Und natürlich eine ganz große Fläche von Wald. Da ist hinten auch noch wieder ein Item. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Rucksack oder sowas.
あれが首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ここで。何？何？ Oh. Das ist doch der Gastwirt schon wieder, oder? Hey, was geht ab, Gastwirt? Na, ist die Fackel heute warm für dich? Mir ist es ein bisschen kalt, also wenn du nichts dagegen hast. Brauchst mich nicht zu mustern, ich bin keine Priesterin. Ich sehe zwar weiblich aus, auch wenn ich das eigentlich nicht bin. Aber trotzdem, hab ein bisschen Mitleid mit mir. Töte mich nicht! Und zünd mich nicht an! Ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht auf einen Winkel oder nicht. Wechsel einfach mal den Filmtypen. Ich habe das dringende Bedürfnis, davon ein Foto zu machen, auch wenn es nichts gebracht hat. Macht der was? Dude! Ich fühle mich hier ein bisschen eingeengt! Hau mich doch einfach, ich will einen Viertelframe auslösen. Oder habe ich eigentlich den Vierfachen? Scheinbar nicht. Oh. Scheinbar nicht. Wow. Where the fuck are you? Oh, er ist unsichtbar. Ich kann dich sehen. Das ist nicht witzig. Ich meine das ernst. Hä? Wo ist der denn? Das ist doch der! Ich mein's ernst, das ist nicht witzig. Läuft der irgendwie schneller oder so? Muss vielleicht diese Punkte da... Vielleicht muss ich diese Punkte... Hey, was geht? Na, wenigstens konnte ich ihn... irgendwie schaden. Oder so. Weiß es nicht. Aber wenigstens sehe ich den Kerl wieder. Alter. Wie wäre es mit einem Viertelframe? Ach, danke. Darauf habe ich gewartet. Ich mag solche Säcke wie dich nicht. Ah. Alter. Ich hätte nichts dagegen. Oh. Ich glaube, jetzt seine Fackel wieder weggeworfen ist, ist unsichtbar. Oh mein Gott. Ich muss also... Ich glaube, ich muss die ganzen Punkte da... Ja. Aktivieren. Ah, jetzt verstehe ich das Prinzip. Ich sollte vielleicht mal kurz wieder eine Kräutermedizin essen. Ich finde das hier gerade gar nicht in Ordnung, was der alte Sack mir hier antut. Mach doch wieder die Kamera. Oh, wo ist er schon? Oh mein Gott. Oh. Alter. Wie schnell ist dieser Sack denn bitte? Ich muss jetzt hier sämtliche Kräutermedizin essen. Okay, es ist ja praktisch, weil ich ja so viele besitze, aber... Na komm. Jetzt hast du mich richtig pissig gemacht. Fackelboy. 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 Ich kann dir nicht mehr viel zu nahe stehen. Och, jetzt ist auch wieder im Tarnmodus. Jetzt muss ich wieder diese ganzen Punkte da anvisieren. Und wieder darauf achten, dass mein... dass mein Wii U Gamepad nicht wieder Scheiße baut hier. Oben links sieht man natürlich sein Face da. Jetzt ist es wieder in ihm zurückgekehrt. Hey, wie wär's mal mit einer Runde Klatsche? Ah. Hier ist er, oder? Oder? Hier ist er, gut. Erwischt. Der ist ja gleich down. Hier, treffe ich mal das Ding hier. Schade, ich dachte, damit könnte man vielleicht noch irgendwie Schaden machen. Hey, wie wär's, wenn du deine Fackel einfach mitnimmst und mich in Ruhe lässt? Oder vielleicht... Wieso kann ich mich nicht wegbewegen? Oh, da war ein Baum im Weg. Ja, war ja klar. Okay.
Ich fände das überhaupt nicht mehr witzig, das mit der Tarnung. Es ist aber auch nicht down, oder? Natürlich nicht. Boah. Boah. Ich habe ihn down. So, danke für deine Vision. Na gut, wir wissen wenigstens, wie der Gast-Typi gestorben ist. Oh. Natürlich. Alter. Hauptsache, er zündet sich nochmal an, ne? Oh. Oh Gott. Jetzt habe ich hier irgendwie total den Überblick verloren. Wie geht das jetzt hier weiter? Warte, na, da. Ich wollte ja natürlich noch nach den ganzen Items hier ausschau halten, die hier so rumliegen. Das ist eine Filmrolle, ne? Ja. Habe ich gerade gebraucht. Wenn keine Hand auftaucht. Hui. Hui, haben wir da hinten noch was? Hier war ja letztens dieser Zelt. Zeltinformation und eine Kräutermedizin. Egal. Ich habe jetzt ein paar Kräutermedizin hier nötig. Ich kann mir das leisten. Und gut. Aber ich würde mal sagen, wir haben wieder schon viel zu viel für diese Mission gut getan. Wir hängen sogar gerade hier sogar oben rechts stehend 19 Minuten lang fest. Oder so. Falls diese Zeit jetzt nicht lügt. Wie auch immer. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Falls ja, könnt ihr doch gerne bewerten. Und schreibt in den Kommentaren, was ihr zu dem heutigen Part haltet. Wie wird es wohl ausgehen, wenn wir das Puppenhaus oder den Schrein der Puppen erreicht haben? Das und vieles mehr erfahren wir natürlich im nächsten Part. Und bis dahin, tschüss, ciao und bis zum nächsten Part. Adios.